Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute steht auf meinem Schild ein deutscher Single Malt. Und zwar The Nine Swings. Dieses Sample hat mir der Christian von The Malt her zugeschickt zum Verkosten. An dieser Stelle, Christian, schönen Dank. Ich bin gespannt, was der hier so kann. Es scheint noch eine recht junge Destille zu sein. Und zwar ist es die Number 9, also Number 9, Spirituosen Manufaktur GmbH in Leinefeld-Worbis. Genau, in Leinefeld-Worbis. Das ist eine Kleinstadt in Thüringen. Ja. Und zu dieser Abfüllung, die ist abgefüllt mit 45 Volumenprozent. Und es sind hier drinne, ja, mindestens 3 Jahre alte Whiskys, die zuvor jeweils, ne, ist ein Rating also, die zuvor in Bourbonfässern, in Oloroso Sherryfässern und in ehemaligen französischen Barriquefässern gelagert wurden. Ja, 3 Jahre steht auch drauf. Also das Design von der Flasche finde ich schon echt hübsch, ne? Haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Ja, was kann man dazu noch sagen? Nine Springs, also 9 Quellen. So die Gegend da. Der Fluss, der da langläuft, wird wohl aus 9 Quellen gespeist. Und daher sind 9 Springs. Oder eben halt die Number 9 Spirituosen Manufaktur. Ja, kleines Unternehmen. Ich bin gespannt, was der hier so kann. Ich habe noch nicht so die Erfahrung mit deutschem Whisky. Bis jetzt hatte ich eigentlich bloß aus deutschem Whisky getrunken gehabt. Den aus Lötz, den Westling, auch ein sehr junger. In dem Fall ausschließlich in Bourbonfässern gereiften Single Malt. Den fand ich ganz gut. Und in dem Fall Glen Ells, ne, aus dem Harz. Ja, wirklich, also die machen wirklich einen tollen Whisky und der auch schon teilweise schon ein bisschen älter ist, ne? Was ich auf jeden Fall nochmal probieren möchte, wäre der aus Wismar und natürlich der Stralsunder Whisky, ne? Hab hier schon mal in der Nase ordentlich Frucht. Also der Sherry hier ist klar und deutlich zu merken. Und daneben gleichberechtigt, würde ich sagen, der Einfluss von französischen Rotweinfass. Also hat sowas Schweres, Weinhaftes. Trotz der schweren Duftes und schweren Sherry und schweren Wein habe ich hier so eine frische, so eine jugendliche Frische. Also in der Nase merkt man, dass er noch nicht alt ist, ne? Dass er 3, 4, 5 Jahre vielleicht hat. Also 3 Jahre steht drauf. Von der Nase her hätte ich ihn vielleicht auf 4, 5, wenn es hochkommt, 6 nicht älter geschätzt. Bei einer Blind Verkostung. Also er wirkt ein bisschen älter als er tatsächlich ist, aber immer noch sehr jung. Und älter wirkt er deshalb, weil er eben halt ordentlich hier Frucht, Sherry, Rotwein mitschwingt. Ne? Also der Single Malt ist ordentlich durch das Triple Cask ordentlich aufgeladen worden. Ja, so heißt er auch, ne? Genau, so 9 Springs Single Malt Whisky Triple Cask. Ja, das ist der offizielle Name. Jetzt kommt Vanille, also durch das Bourbonfass. Eine angenehme Süße, wie gesagt, angenehme Süße, Vanille, eine Fruchtigkeit, schwerer Sherry. Na, so schwer ist der Sherry gar nicht.
Das ist eher so die Kombination von Sherry und Rotwein. Gut, in dem Sinne ist Lunch. Mund. Cremig. Speichelfluss anregend. Deutlicher Sherry. Und deutlicher. Ja. Deutlicher Weincharakter, Bärencharakter. So ein bisschen Weingummimäßig. Wo ich gemacht habe, wenn ich es gesehen habe, so. Also eine Vielnote gehabt. Ne? Also auch im Mund ist er jung. In der Nase gefällt er mir besser als am Gaumen. In der Nase hat er diese Vielaromen nicht, also wirkt er eben halt ein bisschen jung, aber eben halt schwer aufgeladen. Durch die Fässer. Also mittellanger Abgang, würde ich sagen. Und das, was bleibt, also der erste Antritt im Mund, der ist ganz gut. Na, so von der Textur her ein bisschen cremig. Ne? Ja, dann kommt so ein bisschen die Süße. Und jetzt bleibt sowas. Also bitter ist es nicht. Aber sowas, so ein unangenehmer Nachgeschmack bleibt. Hinten im Hals, die so schwer greifen kann. Also, wenn ihr ihn kennt, der Michael, der Whisky-Nerd, hat den auch verkostet. Ich glaube, auch von Christian zugeschickt bekommen. Und demnächst wird Whisky Jason ihn auch verkosten. Guckt einfach mal so als Referenz nochmal die Videos. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das reinstelle. Also der zweite Schluck war jetzt angenehmer. Da ist diese Fehlnote jetzt nicht so deutlich zum Tragen gekommen. Und der unangenehme Nachgeschmack, der geht so ein bisschen weg. Na, was bleibt so als Fazit, ist ein recht junger. Stark aufgeladene durch gute Fässer. Aufgeladene Single Malt, der durchaus interessant ist. Und der total spannend wäre, wenn der noch so 3, 4, 5 Jahre in den Fässern gelegen hätte. Ne, gerade in den Fässern, wo er jetzt abgefüllt wurde. Die, glaube ich, ganz gut waren. Also dann wäre das, glaube ich, ein richtig guter. Aber so ist er sehr, noch sehr jung. Ne? Und dieser unangenehme Nachgeschmack, den ich so hatte, bin ich mir ziemlich sicher, über die Zeit, über die Jahre, hätte der sich abgebaut im Fass. Also dafür macht man ja eine Fasslagerung unter anderem. Also er wirkt nicht spritig, aber er wirkt trotzdem noch jung und hat sowas selten gehabt. Ne? Man kann ich das so schwer greifen. So ein bisschen unausgewogen. Ne? Zum einen ist es diese unheimliche Aromenfracht durch die Sherryfässer, die Oloroso-Sherry, also diese sehr Fruchtigkeit, ne? dieser starke Weincharakter aus den Rotweinfässern. Und dann ist aber so, schwingt sowas mit, wo ich sage, trifft es nicht ganz. Ja. Schwafel ein bisschen rum, weil mir echt so ein bisschen so die Worte fehlen. Also er ist nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, was er kostet und schon gar nicht, was die große Flasche kostet. Nun kann ich nicht sagen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das, was ich sagen kann, ich habe schon schlechtere Single Malts getrunken, auch schlechtere Schotten. Aber ich habe auch schon bessere deutsche Single Malts getrunken, wie zum Beispiel die kleine Elsabfüllung. Ja,
In dem Sinne, guckt einfach auf die Seite von The Nine Springs. Ja, macht euch selber schlau. Da kann man ihn bestellen. Und ich sag mal so, warum soll man eine deutsche Destille nicht eine Chance geben? Aber wie gesagt, das wäre auf jeden Fall ein paar Jahre mehr, wäre es eine total interessante Abfüllung. Und dann wird es von mir auch ein absolutes Daumen hoch geben. Aber jetzt, denn, ciao.